Heilsein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Eines der großen Mysterien des Lebens ist tatsächlich, welche Bedeutung wir den Dingen geben. Und diese Bedeutung haben sie nicht einfach, sondern wir erschaffen sie. Das ist ein ganz selbstverständlicher kreativer Akt. Und ich glaube, es ist klug, wenn wir Dinge manchmal einfach nur Dinge sein lassen können, im Sinne von Rainer Maria Rilkes Gedicht über die Dinge, die er so gerne singen hört. Das Gedicht beginnt mit den Worten: Ich fürchte so sehr der Menschen Wort, sie sprechen alles so deutlich aus. Und ich bin ja eine Frau, die Genauigkeit in der Sprache mag und sie auch übt. Und heute möchte ich dich einladen, vielleicht mal einen Tag oder vielleicht sogar eine ganze Woche bewusst Dinge nur Dinge sein zu lassen. Sie bewusst nicht zu bewerten, sondern sie einfach nur zu sehen und jede Bewertung zu vergessen. Und dann würde ich natürlich gerne Mäuschen spielen und wissen, was du dabei herausfindest über dich. Natürlich sind das Übungen, die ich selbst regelmäßig mache. Ich nenne sie Gedankenspiele, weil ich glaube, dass sich das lohnt. Ich glaube, es lohnt sich, mal eine Weile ein Thema zu verfolgen und zu sagen, so, ich mache das jetzt mal konsequent. Das heißt, ich bewerte konsequent nicht. Bei mir heißt das dann, ich erschaffe einen bewertungsfreien Raum. Und dann beobachte ich, wie ich Dinge sehe, wie ich sie wahrnehme. Mir tut das gut, weil ich danach natürlich wieder bewerte, weil das ein menschlicher Vorgang ist, der auch notwendig ist. Und ich beobachte, wie sich meine Bewertungen dadurch verändern, wenn ich immer mal bewertungsfreie Räume oder bewertungsfreie Phasen ganz bewusst erschaffe.